Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Teil beim Townhouse Salem Tutorial in Zusammenarbeit mit Giacomo vom Channel Lieber Kate. Der Link dazu in der Videobeschreibung, direkt bei der Playlist, in der alle unsere Folgen zusammengefasst werden, sowie der Liste, wer von uns welche Rollen übernommen hat. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Survivor, einer der Nutri-Benign-Rollen, und er hat die Fähigkeit, insgesamt mehrere kugelsichere Westen zu benutzen. 4 Stück an der Zahl. Sein Ziel ist es, zu überleben. Er muss nur bis zum Ende dastehen und damit ist er der einzige Spieler, der beim offiziellen Draw gewinnen kann. Abgesehen von Exe und Jester natürlich, die durch das Lynchen ihres Targets oder durchs Gelünscht werden ebenfalls gewinnen werden. Resultate für den Sheriff, Investigator und Konsiliere. Ihr seid für den Sheriff nicht verdächtig. Der Investigator findet euch als Survivor, Vampire Hunter oder Witch. Der Konsiliere weiß, dass ihr Survivor seid. Die Weste, die ihr habt, hilft nicht gegen Vampirbisse, das heißt, ihr werdet zum Vampir, hilft nicht gegen Werwölfe und gegen Arsonisten. Das heißt, auch wenn ihr eine Weste tragt, ihr werdet trotzdem gedaust oder eben vom Werwolf gefressen. Wenn ihr gewohlblockt werdet, nutzt ihr eure Weste nicht. Das heißt, sie wird auch nicht abgezogen als eine Weste weniger. Wenn eine Hexe euch kontrolliert, dann nutzt ihr auf jeden Fall die Weste, egal ob ihr attackiert werdet oder nicht. Und wenn die Weste ausgewählt wurde, aber keiner greift euch an, verfällt sie natürlich. Sonst hättet ihr ja unendlich viele Westen. Taktisches. Gerade beim Survivor ein schwieriges Thema, weil viele wollen dich tot sehen, obwohl dein Ziel ist zu überleben, weil du mit jedem gewinnen kannst als Survivor und damit wirst du schnell zu einem Fähnchen im Wind. Sobald du sagst, ich schließe mich den Gewinnern an, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr sterben werdet, denn die Town möchte so einen nicht haben. Ihr würdet nämlich damit eben dieses Fähnchen sein und die Mafia sagt sich auch, wenn du dich dem Town später anschließen könntest, töten wir dich natürlich frühzeitig, um die Vote loszuwerden. Für euch ist natürlich das besser, je schneller das Spiel beendet wird, denn ihr habt weniger Chancen, euch Feinde zu machen und ihr gewinnt natürlich schneller. Ganz klar. Wann solltet ihr die Weste nutzen? Wenn man sich bedroht sieht, ist in Anführungszeichen die einfache Antwort. Ich persönlich würde bei Vollmond keine Weste nutzen, da ihr gegen Werwolf nicht hilft. Das heißt, warum da verschwenden, wenn ihr eh nur vor der Mafia oder dem SK gerettet werden könnt? Aus dem Grund würde ich bei geraden Nächten eher darauf denken, nicht die Weste zu nutzen. Wenn ihr euch in irgendeiner Weise aufmerksam gemacht habt, das heißt eventuell gegen die Mafia gewotet habt, solltet ihr vielleicht überleben, eine Weste zu nutzen, weil sie euch tot sehen will. Nähere Hinweise zu den einzelnen Rollen wie immer im Wikipedia, da könnt ihr euch vorbeischauen. Wenn ihr Fehler findet oder Fragen habt, einfach Bescheid geben. Ich werde versuchen, darauf einzugehen bzw. diese zu verändern oder zu bearbeiten. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Überleben als Survivor. Viel Spaß bei Town of Salem. Ciao, Leute.